Hören Teil 2. Sie sitzen im Stadion und hören, wie ein Fußballfan einer Dame einen Heiratsantrag macht. Schatz! Ja, du hörst richtig. Hier, an der Leinwand. Zu deinem Geburtstag wollte ich dir eigentlich eine kleine Überraschung bereiten und dir zu diesem schönen Tag ein tolles Geburtstagsgeschenk kaufen. Aber dann kam mir diese Idee. Wir hatten uns heute vorgenommen, im Fernsehen von zu Hause aus unserer Mannschaft zuzujubeln. Aber dann entschlossen wir uns für den Besuch im Stadion. Ich bin kein Meister großer Worte. Aber Schatz, ich will dir etwas sagen. Du weißt ja, dass wir uns vor ungefähr 4 Jahren beim Spiel unserer Mannschaft gegen Nürnberg in der Pause kennengelernt haben. Es war damals von beiden Seiten Liebe auf den ersten Blick. Du warst in der 5. Reihe mit deinen Freundinnen im Trikot, auf dem die Nummer 8 stand. Und ich hatte einen gelben Schal um den Hals. Ich habe dich damals das erste Mal auf der Tribüne gesehen und bewundert. Und du hast ab und zu nach hinten geschaut. In der Pause wolltest du dir am Kiosk etwas holen. Und wir trafen uns zufällig im Gang. Wir grüßten uns, sprachen und es war so, als ob wir uns lange kannten. Nach der Pause haben wir zusammen unserer Mannschaft im 1. BFC Bayreuth zugejubelt und haben auch die Monate darauf immer schöne Momente im Stadion, aber auch außerhalb des Stadions gehabt. Noch nie zuvor begegnete mir ein Mensch, der mich so sehr berührte wie du. Du warst meine andere Hälfte. Wir haben uns dann für eine Weile getrennt, weil ich mich wie ein Vollidiot verhalten habe. Ich habe dich verloren und dann brach für mich die Welt zusammen. Doch weder ich noch du konnten lange alleine bleiben und so trafen wir uns wieder in diesem Stadion bei einem Freundschaftsspiel. Alle wussten, dass du die Einzige bist. Ich möchte dir in unserem gemeinsamen Leben immer wieder einen Teil von mir schenken, ob nun von großen oder kleinen Worten begleitet. Ich möchte dir alles geben, was ich von mir geben kann. Kannst du mir auf die Frage der Frage antworten? Liebe Susi, möchtest du meine Frau werden? Möchtest du das, Susi? Ich liebe dich von ganzem Herzen. Wenn ja, dann komm zur Tribüne, wo wir uns das erste Mal gesehen haben und sag ja. Hören Teil 3. Sie hören, wie sich die Händlerin mit einem einheimischen Leuchtturmwärter im Supermarkt eines kleinen Dorfes unterhält. Moin Egon, na wie geht's dir? Wieder an Land? Tach Hannelore, ja klar, wieder da. Wie immer, ich brauch doch meinen Proviant für die Insel. Wie geht es euch hier so? Gut. Sag mal, wie immer dasselbe? Nee, diesmal nicht. Ich erwarte an Weihnachten Besuch von meiner Tochter und sie will ein paar Tage bleiben. Diesmal kommt auch der Enkel und auf den freue ich mich ganz besonders. Der Kleine hat mir schon sehr gefehlt. Ist es dir nicht langweilig geworden, so ganz allein? Ab und zu fehlen mir die Menschen schon. Vor allem meine Frau. Aber dann gehe ich auf den Friedhof und gieße die Blumen. Ich genieße die Einsamkeit, die Sorglosigkeit und die Probleme des Alltags sind wie verschwunden. Außerdem muss der Leuchtturm ja auch instand gehalten werden. Du weißt ja, wie stürmisch es im Januar werden kann. Da muss alles einwandfrei funktionieren. Ja, aber das Hafenamt hat doch gesagt, dass ein elektronischer Leuchter installiert wird. Wäre das somit nicht viel besser geregelt? Und was passiert, wenn der Leuchter in der Nacht ausfällt? Was dann? Du siehst doch, dass nachts die ganzen Handelsfrachter auslaufen und aufs offene Meer fahren. Wenn da was ausfällt, mein lieber Mann, ich würde das nicht verantworten wollen.
Ich muss die Leuchter reparieren und den Generator einsetzen. Das Meer vor dem Leuchtturm ist in der Nacht ziemlich rau und die Klippen um die Bucht herum sind wie messerscharfe Klingen. Egon, du alter Seebär, die Technologie hat uns schon eingeholt. Versteh doch endlich. Es gibt hochmoderne Geräte. Einen alten Seemann wie mich kannst du nicht aufs Land bringen. Der würde eingehen. Ich würde krank werden. Ich brauche die frische Brise des Meeres. Ich brauche die Dünen und die weite Sicht aufs Meer. Jeden Morgen wache ich auf und genieße diesen Blick aufs blaue Meer. Gibt es etwas Schöneres? Komm doch aufs Land, hier ins Dorf. Ich mache mir Sorgen um dich. Was ist, wenn dir etwas passiert? Einem alten Seebären wie mir kann schon nichts mehr passieren. Hörst du? Außerdem kann ich euch jederzeit anrufen. Wenn ich es natürlich nicht mehr schaffe, dann wirst du es schon merken. Warum sollte mich der Tod einholen? Er hätte nichts mehr an mir zu fressen. Ich gebe es auf. Was machst du denn so den ganzen Tag? Da ist einiges. Ich inspiziere den Leuchtturm. Dann gehe ich mit meinem Hund spazieren. Und anschließend kochen wir uns was Leckeres. Ach, damit ich es nicht vergesse, gib mir bitte etwas mehr Hundefutter diesmal. Na ja, und danach ist Ruhepause. Abends läuft dann was im Fernsehen. Ja, und dann schaue ich mir den Leuchtturm an. Manchmal lese ich dann ein Buch. Langweilig wird's nie. Was? Du liest Bücher? Welches liest du denn momentan? Ja, warum sollte ich denn nicht? Nur weil ich auf dem Meer war, bedeutet das nicht, dass ich nicht lesen kann. Also, ich bin momentan von Dostojewski angetan. Dostojewski? Wer ist das denn? Den kenne ich nicht. Dostojewski. Ich lese gerade eins seiner Werke mit dem Titel Die Brüder Karamasow. Ein gutes Buch mit viel Tiefe und Sinn. Es würde dir auch mal gut tun. Das Buch ist ja der beste Freund des Menschen. Außerdem hat der deutsche Dichter Thomas von Kempen mal gesagt, nirgends habe ich Ruhe gefunden, denn in Büschen und in Büchern. Es scheint so, dass andere einsam sind. Also wo bleibt denn meine Bestellung? Ich muss nach der Ebbe losfahren. Hören Teil 4. Die Moderatorin der Sendung Aktuell diskutiert mit Elisabeth Danziger und Kurt Wausch zum Thema Die Einführung der englischen Sprache in der Grundschule. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um die Frage, ob die Einführung der englischen Sprache ab der ersten Klasse der Grundschule sinnvoll ist oder nicht. Dazu haben wir zu Gast Elisabeth Danziger, Grundschullehrerin mit Schwerpunkt Englisch und Mathematik, und Kurt Wausch, besorgter Vater, der sich gegen diese Entscheidung wehrt. Herr Wausch, warum? Was finden Sie daran falsch? Es ist einfach schwierig, den Kindern in der Grundschule eine komplett neue Fremdsprache beizubringen, wenn das Kind noch nicht in der Lage ist, seine eigene Sprache zu begreifen. Ich finde, das Kind ist noch in einer zu frühen Lernphase, um ein neues Sprachensystem zu lernen. Sind die Bedenken von Herrn Wausch gerechtfertigt, Frau Danziger? Ich finde die Bedenken gerechtfertigt. Aber ich kann sie trösten. Das Kind lernt nie und nimmer Englisch in der ersten Klasse. Es werden nur Vokale und Konsonanten in spielerischer Form beigebracht, um dem Kind ein erhöhtes Sprachvermögen zu ermöglichen. Vom Erlernen kann da noch nicht die Rede sein. Aber schon allein die Wörter, die man da lernen muss, sind ja nicht ganz einfach. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Kinder sich in dem Alter ja schon sehr schwer tun, Vokale und Umlaute zu lernen. Wenn Sie dann noch weitere 13 Vokale zum Alphabet lernen müssen, dann muss man ja staunen, was ein Kind alles können muss. Wenn Sie das so sagen, scheinen Sie schon recht zu haben. Denn schon allein das I wird ja im Englischen in vielen verschiedenen Versionen ausgesprochen.
Dient denn der frühe Fremdsprachenerwerb nicht dazu, dass man schon von klein an ein Grundfundament für das spätere Fremdsprachenlernen baut? Frau Danzinger, ist das nicht so? Ganz richtig. Die Kinder leben in einer multikulturellen Welt. Das heißt, sie werden schon von der Wiege an mit fremden, vor allem englischen Begriffen konfrontiert. Dass die deutsche Sprache dieselben Buchstaben hat, ist für die Kinder schon von Vorteil. Aber ich versichere Ihnen aus meiner Berufserfahrung, dass ein Kind auch andere Laute bilden kann, ohne dabei seine Sprache zu verwechseln. Warum muss das Kind denn in dem Alter schon darauf getrimmt werden? Haben es die Kinder nicht ohnehin schon schwer, wenn sie sich mit so vielen Schulfächern auseinandersetzen müssen? Das ist doch übertrieben. Außerdem, können alle Kinder so schnell Englisch lernen? Oh, Sie werden sich wundern, was ein Kind alles aufnehmen kann. Ja, aber seien Sie versichert, ein Kind lernt keine schwierigen Vokabeln. Das lernt man erst in der nächsten Klasse. Erst wird nur gesprochen. Außerdem ist das Angebot in einigen Schulen nur auf 3 Stunden begrenzt. Es wird sich nach bestimmten Testverfahren zeigen, ob es dann offiziell ins Schulprogramm aufgenommen wird oder nicht. Einige Kindergärten bieten bereits Englisch an. Da gibt es keine Beschwerden, weil der Kindergarten eine Vorbereitungsphase auf die Schule ist. Da Sie gerade von Vorbereitungsphase sprechen, es sind laut Angaben des Bildungsministeriums bestimmte Schulen darin involviert. Können sich die Eltern schon vor der Anmeldung erkundigen, ob die Schule, die ihr Kind besuchen wird, davon betroffen ist? Das können Sie bereits am Anfang bei der Einschreibung machen. Sie erfahren dann vom Schulleiter die Kursprogramme, die an der Schule laufen, und Sie informieren sich auch über den Schulplan bzw. das Curriculum. Sollten die Schulen so etwas anbieten, können Sie immer noch die Schule wechseln, falls Sie das zu viel finden. Die Schulen sollten sich darauf konzentrieren, die Muttersprache zu unterrichten und keine andere Sprache. Das wäre ja gelacht, wenn jeder auf die Idee kommt, etwas Neues einzuführen. Unsere Kinder sind doch keine Versuchstiere. Da sollte man sich etwas anderes einfallen lassen. Ist es auch eine Frage der Priorität? Naja, sicher auch. Aber sehen Sie doch selber, in welchem globalen Netz wir stecken. Früher oder später wird Englisch gelernt werden müssen. Ob eine Schule die englische Sprache nun anbietet, hat auch mit Priorität zu tun. Aber ich muss Herrn Wausch leider darüber informieren, dass bestimmte Schulen in der Erziehung schon immer Pilotschulen waren und dank dieser Unterstützung konnte man Neues testen. Ich finde die Beschreibung Versuchstiere nicht passend. Frau Danzinger, sollten alle Schulen Englischunterricht anbieten? Ist es sinnvoll? Lernen die Kinder was daraus? Ja, es wäre von Vorteil. Die Kinder sind in der Lage, so viel aufzunehmen und es auch zu verarbeiten. Die Schüler bauen somit ein Sprachensystem auf, das ihnen später in der Sekundarstufe zugutekommt. Unsere Gesellschaft ist ja mittlerweile so international geworden, dass wir uns anpassen sollten. Außerdem werden die Kinder so oft mit der englischen Sprache konfrontiert, dass man es kaum für möglich hält, was sie schon können. Meine kleine Tochter geht in den Kindergarten und kann schon ein ganzes Lied von den Beatles auswendig. Ich lehne es ja grundsätzlich nicht ab, aber alles muss zu seiner Zeit kommen. Und da sollte sich der Staat nochmal Gedanken machen. Ich bin auf alle Fälle dagegen. Englisch muss man in einem anderen Alter lernen. Vielleicht hängt es ja auch von jedem Menschen selbst ab, wie man damit umgeht. Der eine möchte seine Kinder in eine multikulturelle Gesellschaft integrieren. Der andere will vielleicht erst feste Fundamente in der Muttersprache aufbauen. Die Diskussion wird immer Befürworter und Gegner haben. Ich stimme Ihnen zu. Unsere Sendezeit ist leider schon um. Ich bedanke mich für Ihren Beitrag und natürlich Ihre Zeit. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und verabschiede mich von Ihnen. Falls Sie noch Informationen zur Sendung haben wollen, können Sie diese im Internet auf der Seite www.aktuell.de finden.
Modelltest 9. Hören Teil 1. Beispiel. Sie hören eine Ansage am Telefon. Sie sind mit dem Autohaus Funk verbunden. Wenn Sie einen Termin für den Jahresservice haben wollen, wählen Sie bitte die 1. Für Ersatzteile und Zubehör wählen Sie bitte die 2. Für einen Termin in der Werkstatt wählen Sie bitte die 3. Für die Autoausstellung und allgemeinen Fragen wählen Sie die 4. Für unsere Gebrauchtwagenabteilung drücken Sie bitte die 9. Wenn Sie mit einem Mitarbeiter persönlich sprechen wollen, warten Sie bitte. Sie werden so schnell wie möglich an unsere Kundenberater weitergeleitet. Vielen Dank. Nummer 1. Sie hören die Ansage einer Krankenkasse. Hier ist Ihre Krankenkasse mit den Gesundheitsangeboten für den Frühling. Autogenes Training für Entspannung und innere Ruhe, Rückentraining und Wirbelsäulengymnastik, persönliche Ernährungsberatung und Abnehmen mit Genuss für Jung und Alt. Und jetzt nur für Rentner neu im Ganzjahresprogramm Rundum Fit, ein kombiniertes Ausdauer- und Kräftigungstraining für die Muskulatur ab 65. Und damit auch unsere jungen Freunde nicht zu kurz kommen, Massageangebote ab 26 Jahren. Alle Angebote sind für unsere Versicherten kostenlos. Informationen und Anmeldung unter 089 4933 4590. Nummer 2. Sie hören die Telefonauskunft. Unter dem Namen Bachmann sind 3 Teilnehmerinnen vermerkt. Es gibt eine Inge Bachmann, die einen Friseursalon in der Berchtesgadener Straße hat. Aber sie meinten, dass die Teilnehmerin keinen Laden besitzt. Sie sind sich aber auch nicht sicher. Ihre Privatnummer darf ich Ihnen allerdings nicht mitteilen, da die Teilnehmerin das nicht wünscht. Aber die Ladennummer ist 0221 67 45 33 20. Für Inge sehe ich eine zweite Person, aber da ist nichts weiteres vermerkt, außer ihrer Handynummer. Und die lautet 0171 34 50 40 78. Eine dritte Teilnehmerin wäre auch Inge Bachmann-Feldmann. Die Nummer lautet 0221 50 25 67 4. Wollen Sie gleich mit einer der 3 Teilnehmerinnen verbunden werden? Ansonsten danken wir Ihnen für Ihren Anruf. Nummer 3. Sie hören eine Ansage auf dem Anrufbeantworter. Hallo, hier ist Karin. Du, ich habe für den Film heute Abend keine Karten mehr bekommen. Aber der Film wird auch im Astor gespielt, ist sogar ganz in der Nähe von deinem Büro. Ich habe da eben angerufen. Es gibt noch Karten. Wollen wir vielleicht dahin? Sag mir Bescheid, dann brauchst du gar nicht extra nach Hause zu gehen. Ich hol dich von der Arbeit ab und wir gehen vor dem Kino noch eine Kleinigkeit essen. Meld dich einfach bei mir zu Hause oder ruf gleich auf meinem Handy an, wenn du den Anrufbeantworter abhörst. Bussel! Nummer 4. Sie hören eine Ansage im Kaufhaus. Liebe Kundinnen und Kunden, in unserer Backwarenabteilung haben wir nur heute ganz besondere Angebote für Sie. Vollkornbrot in Scheiben, das 500-Gramm-Paket für nur 1 €. Brötchen, laufend frisch aus dem Ofen, 3 Stück für nur 50 Cent. Frischen Apfel- und Kirschkuchen, das Stück für nur 75 Cent. Und für die Kaffeepause in unserem Stehkaffee,
Eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen nach Wahl für nur 1,50 Euro. Probieren Sie unsere leckere Schwarzwälder Kirschtorte und gönnen Sie sich eine Ruhepause in unserem Kaufhaus. Nur bei uns. Greifen Sie zu. Nummer 5. Sie hören eine Werbung für Seminare gegen Flugangst. Es gibt Seminare gegen Flugangst. Auf den großen Flughäfen Frankfurt, München und Stuttgart werden sie im Auftrag der größten Fluggesellschaften veranstaltet. Sie finden an 2 Tagen, und zwar immer am Wochenende, statt. Die Seminare werden von einem Diplompsychologen und einem Piloten durchgeführt. Es werden verschiedene technische Dinge erklärt, aber man lernt auch effektive Atem- und Entspannungsübungen. Am Ende des Seminars gibt es einen Trainingsflug. Bei gutem Wetter sogar einen Alpenrundflug. Alles zusammen kostet 790 Euro. Anmelden können Sie sich unter der Telefonnummer 069 67 80 95 oder direkt am Flughafen. Hören Teil 2. Sie sind in einem Museum für Luft- und Raumfahrt und hören eine Führung. Verehrte Gäste, nachdem wir die Bilder auf der Zeittafel über die Fluggeschichte gesehen haben, kommen wir nun zu dem Unikum unseres Museums, dem Air Squawk 001. Schauen Sie sich diese Attrappe an und betreten Sie die Räume dieses Flugzeugs der Zukunft. Es handelt sich zwar hierbei nicht um ein echtes Flugzeug, aber es ist originalgetreu nachgebaut, so wie es in Zukunft durch die Lüfte fliegen wird. Im Gegensatz zu den heutigen Flugzeugen wird dieses Flugzeug durch noch größere Flügel eine komplett neue Aerodynamik haben. Sie werden das echte Flugzeug nur noch von hinten durch eine Tür betreten und nicht durch mehrere, wie es heute bei den normalen Passagierflugzeugen der Fall ist. Mit einem biometrischen Handschlag am Eingang werden Sie Ihr Ticket an einem Computer aktivieren können und ein digitaler Pfeil wird Ihnen den direkten Weg zu Ihrem Sitzplatz zeigen. Die Sitzplätze werden in dieser Maschine komfortabler sein. Sie werden das bereits an der Beinfreiheit bemerken. Die alten, gewohnten Sitzplätze der ersten und zweiten Klasse werden durch Luxussitze ersetzt und Sie werden außer dem Fernsehen und dem Internet die Möglichkeit haben, eine Massage zu genießen. Ein Unikum an diesem Flugzeug werden die großen Fenster sein. In der Mitte dieses Flugzeugs wird es einen Raum geben, in dem es nicht nur eine Bar geben wird, sondern in dem Sie virtuelle Freizeitangebote in 3D genießen können. Haben Sie jemals daran gedacht, in 40.000 Meter Höhe Golf zu spielen? Schauen Sie sich dieses spektakuläre Spiel einfach mal an. Eine 3D-Leinwand gibt Ihnen die Möglichkeit, in einer virtuellen Welt Golf zu spielen. Natürlich kann man diesen Raum auch in einen Konferenzraum umgestalten, aber das wird nur für die Maschinen der Großunternehmer und Firmen installiert werden. Dafür wird es den Air Squawk 002 geben. Die Flugzeit soll sich durch diese innovativen Flugzeuge reduzieren. Das heißt, Sie werden schneller und sicherer an Ihr Ziel kommen. Stellen Sie sich vor, dass Sie heute bis Amerika 8 Stunden brauchen. Mit dem Air Squawk 001 werden Sie in 2 Stunden in New York sein. Die Airlines werden sich darauf einstellen, dass Sie morgens hinfliegen und am Abend wieder nach Hause fliegen können. Schauen Sie sich dieses Zukunftsmodell, das vielleicht in 10 Jahren schon Realität sein wird, in Ruhe an. Überzeugen Sie sich von der Genialität dieser Innovation und erleben Sie, wie schön Fliegen sein kann. Hören Teil 3.
Sie sitzen in einem Café und hören, wie sich zwei Personen unterhalten. Danke, dass du gekommen bist, Bernadette. Ich wollte ja mit dir über die USA sprechen. Klar, keine Ursache. Mach ich doch gern. Wobei ich wahrscheinlich nicht die richtige Person bin, aber das habe ich dir ja auch schon am Telefon gesagt. Ich werde dir natürlich einige Informationen über Amerika geben. Ja, ich kenne keinen außer dir, der schon mal da war. Und ich will unbedingt meinen Traum in Amerika verwirklichen. Man nennt es ja nicht umsonst das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Also du hast dort wirklich ein Unternehmen gegründet? Du verkaufst deutsche Würstchen in New York? Das ist momentan der Renner. Nach meinem Wirtschaftsstudium in Deutschland, das ich sehr trocken fand, beschloss ich in der Gastronomie eine Fachausbildung zu machen. Und da ich schon immer vorhatte, in die USA zu reisen... Ja? Und was hast du dann gemacht? Wie bist du nach Amerika gegangen? Im Anschluss an meine Ausbildung war ein Praktikum Pflicht. Ich beschloss, das Praktikum in Amerika zu machen. Ich fand auch gleich einen Praktikumsplatz bei einem amerikanischen Fleischmarkt. Ein paar Tage später saß ich im Flugzeug nach New York. Das ging schnell. Wie bist du an eine Praktikumsstelle gekommen? Das war eigentlich keine richtige Praktikumsstelle. Es war eine Stelle als Verkäuferin in einer Filiale für Fleisch- und Wurstwaren. Nach der Praktikumszeit wollten die mich sofort einstellen. Sind die Lebenshaltungskosten dort höher als in Deutschland? Das Gehalt reichte zu Beginn noch nicht, um die hohen Lebenshaltungskosten zu zahlen. Und da in den USA viele Menschen einen zweiten Job haben, kam mir über Nacht der Gedanke, eine deutsche Wurstbude in Manhattan aufzustellen. Ich glaube, der Gedanke war eher spontan und leichtsinnig als gründlich überlegt. Aber mein Chef, dem ich mein Vorhaben erklärte, sagte, coole Idee, ich helfe dir dabei. Dein Chef half dir bei deiner Idee? Was für ein Vertrauen. Er machte es eher, weil er eine Werbestrategie darin entwickelte. Aber in weniger als 4 Tagen stand auf dem Platz von Manhattan eine deutsche Würstchenbude mit Pommes frites und Reibekuchen. Die Amerikaner haben ganz schön dumm geschaut, aber auch richtig zugelangt. Habt ihr viel verkauft? Im ersten Monat wie verrückt. Jetzt kommen wir mit den Bestellungen kaum nach, aber wir schaffen das schon. Amerika ist ein Land, in dem harte Arbeit belohnt wird. Es gibt immer was zu tun, aber... Aber? Man sollte einen Ausgleich finden. Es kann passieren, dass du an der Arbeit hängen bleibst und versuchst, immer mehr zu schaffen. Ich habe mich dann umentschieden. Ich wollte mehr Zeit für die Familie. Meine Kleine wuchs und wuchs und ich bemerkte nichts davon. Da dachte ich, die Würstchen sind mir zwar wichtig, aber meine Tochter umso mehr. Und so beschloss ich, am Wochenende nicht zu arbeiten und für meine Familie da zu sein. Das finde ich vernünftig. Aber sag mal, was braucht man, um in die USA einzureisen? Also... Zuerst ein Visum und einen gültigen Reisepass. Dann brauchst du eine Arbeitsgenehmigung, sonst darfst du nicht länger als 90 Tage im Land bleiben. So lange gilt dein Visum. Informationen findest du aber auch im Internet. Hören Teil 4. Die Moderatorin der Sendung Aktuell diskutiert mit Frau Janulakis und Herrn Kleischner das Thema Binationale Ehen und ihre Schwierigkeiten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um binationale Ehen und ihre Schwierigkeiten. Dazu haben wir Max Kleischner und Margarete Janulakis hier ins Studio eingeladen. Deutschland ist schon lange ein multikulturelles Land, das viele Ausländer aufgenommen hat. Diese Menschen leben nun seit mehr als 3 Generationen in Deutschland und haben sich in unserer Gesellschaft integriert. Viele von ihnen haben geheiratet und binationale Ehen gegründet. Ist das aber immer so leicht? Solche Schwierigkeiten kennen Sie doch nur zu Genüge, oder Herr Kleischner? Möchten Sie uns Ihre Erfahrung schildern? Naja, ich habe meine Frau im Unternehmen kennengelernt, in dem wir damals gemeinsam gearbeitet haben. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und nach einem Jahr hatten wir uns verlobt. Ich muss dazu sagen, dass meine Frau Inderin ist, die aber aus Spanien nach Deutschland zog, also schon einmal Migrantin war.
Und bei Ihnen, Frau Janulakis? Bei mir war es ein wenig anders. Ich war damals mit meinen Freundinnen auf Kreta. Es war kurz nach dem Abitur und da habe ich meinen heutigen Ehemann Manos kennengelernt. Es war auch Liebe auf den ersten Blick. Was ist dann aber schiefgelaufen, Herr Kleischner? Wie gesagt, wir hatten uns dann verlobt und erst nach 3 Jahren standesamtlich in Bamberg geheiratet. Die indische Ehe haben wir nach der buddhistischen Lehre allerdings erst nach weiteren 3 Jahren in einem Tempel in der Nähe von Madrid geschlossen. Ach, das ist ja interessant. Es handelt sich hierbei um eine zweifache Mobilität. Einmal aus Indien und dann aus Spanien. Wie war das bei Ihnen, Frau Janulaki? Bei mir war es weniger turbulent. Wir hatten in einer kleinen Kapelle in den Bergen in der Nähe von Retimnon geheiratet. Zuerst waren meine Eltern dagegen, aber ich hatte mich damals durchgesetzt und sie haben es dann akzeptiert, auch wenn anfangs ein wenig murrend. Wir entschieden uns aber letztendlich für ein Leben in Deutschland. Herr Kleischner, Sie sind ja hier, um die Meinung zu vertreten, dass binationale Ehen nicht gut ausgehen. Sie hatten ja Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Es ist schon schwierig, wenn man zwar dieselbe Sprache spricht, aber dann nicht dasselbe versteht. Es sind vor allem die Mentalitätsprobleme. Man grüßt zum Beispiel eine Kollegin und schon wird das als einen Flirtversuch aufgefasst. Ich wollte mit meinen Kollegen ausgehen und es gab immer Ärger. Sie wollte dann mitkommen, aber wenn sie mitkam, stand sie immer hinter mir. Das war für sie eine gewohnte Hierarchie. Ich glaube, dass das doch etwas leichtsinnig war, dass Sie nicht von Anfang an darüber gesprochen haben. Außerdem muss man in jeder Beziehung über diese Unterschiede sprechen. Ist Ihnen das nicht während Ihrer Verlobung aufgefallen? Ich meine, Sie waren ja schließlich 1 Jahr verlobt. Das sind ganz andere Dimensionen, von denen Sie sprechen und ausgehen. Ihr Mann ist in einem europäischen Umfeld aufgewachsen. Heute lebt er hier und es gibt mit Griechen keine wirklich großen Unterschiede. Natürlich sind die Mentalitätsunterschiede immer groß. Der Unterschied hat sich wahrscheinlich vor allem bei den Festen und den Feiertagen bemerkbar gemacht. Wie war das an Weihnachten, Herr Kleischner? Das war jammerschade, da meine Frau, meine Ex-Frau, wenig mit Weihnachten anfangen konnte. Ich wollte Heiligabend oft meine damals kranke Mutter einladen, da sie auch alleine war. Aber wir hatten nie einen Christbaum. Das war immer so ein trauriges Weihnachten. Bei uns war es immer ein Festschmaus. Ich hatte oft meine Schwiegermutter aus Kreta daheim und wir kombinierten die Bräuche so gut es ging. Schöner war es dann an Ostern in Griechenland. Das war alles so prächtig. Aber wissen Sie, alles geschah immer in Absprache mit Manos. Das ist ja auch vernünftig. So sollte es in der Ehe sein. Das Gleiche gilt auch bei der Kindererziehung. Wie war es da? Konnten die Kinder diese binationale Struktur unter einen Hut bringen? Die Kinder sind hier in den evangelischen Kindergarten gegangen. Und plötzlich dachte meine Frau, dass ich die Kinder konvertieren will. Sie waren bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal getauft. Sie bekamen mit 3 Jahren einen Segen von ihrem Großvater, der uns einmal in Deutschland besucht hat, und dann begann wieder der Streit. Es gab immer Streit um etwas. Sei es um die Schule, sei es um die Erziehung, um die Sprache. Irgendwann wollte ich einfach Schluss machen. Ich habe die Scheidung eingereicht und sie hat das Land wenige Monate später verlassen. Die Kinder sind bei mir geblieben, weil sie sich damals so entschieden haben. Das tut mir leid. Wir hatten in der Beziehung überhaupt keine Bedenken. Die Kinder wurden in einer katholischen Kirche getauft. Mehr Probleme machte mir allerdings die Sprache. Unsere Kinder sind zwar auf der deutschen Schule, aber ich finde es wichtig, die Sprache beider Elternteile zu sprechen. 2-mal pro Woche fahren sie zum Sprachunterricht, da sollen sie richtig Griechisch lernen. Außerdem sollen sie in der Lage sein, mit ihrer Großmutter auf Kreta zu sprechen. Es ist immer ein Gewinn, wenn man mehrere Sprachen spricht. Dieses Dilemma hatte ich nicht, da es in der näheren oder gar auch weiteren Umgebung keine Hindi-Sprachkurse gab. Meine damalige Frau sprach sehr gut Spanisch, aber auf den Gedanken, meinen Kindern Spanisch beizubringen, bin ich damals nicht gekommen. Meine große Tochter lernt heute auch Indisch und will ihre Mutter kennenlernen.
Sie ist immer noch in Spanien, pendelt aber ab und zu nach Indien. Ein sehr komplexes Thema, aber auch interessant zugleich, wenn es darum geht, wenn zwei Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenleben. Vielleicht sollte aber jeder selber für sich entscheiden, ob er in einer binationalen Beziehung die Folgen auf sich nehmen will oder nicht. Nach unserem interessanten Gespräch habe ich festgestellt, dass es nicht nur darauf ankommt, zu diskutieren, sondern sich auch auf die Verschiedenheit des anderen einzustellen. Da haben Sie völlig recht. Erst diskutieren und dann zusammenleben. Ja, Frau Janulaki, Herr Kleischner, unsere Sendezeit ist um. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie bei uns waren. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken und sage Tschüss. Bis morgen zu einer neuen Diskussionsrunde, wenn es darum geht. Modelltest 10. Hören Teil 1. Beispiel. Sie hören eine Information in einer Radiosendung. Und hier noch ein Hinweis der Berliner Verbraucherzentrale. Glauben Sie nicht jeder Diätwerbung und seien Sie vor allem vorsichtig, wenn man Ihnen Erfolg in wenigen Tagen garantiert. Richtiges Abnehmen ist keine Sache von wenigen Tagen. Eine gute Diät basiert vor allem auf einer gesunden Ernährung, dann auf Gelassenheit und erst dann auf Sport. Mehr Informationen über gesunde und ungesunde Diätformen und Schlankheitsmittel gibt es in der Broschüre Diäten. Die können Sie jetzt für 2,70 Euro bei der Verbraucherinitiative erwerben. Bestellungen erfolgen über das Internet. Nummer 1. Sie hören eine Information auf einer Blumenausstellung. Verehrte Gäste, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir heute zwei große Veranstaltungen haben. In Halle 13 um 14 Uhr wird Ihnen die Firma Flower zeigen, wie Sie Ihren Garten, Balkon oder Terrasse auch in den Wintermonaten zu einer kleinen Oase verwandeln können. Darüber hinaus wird Ihnen das Fidelius Pflanzenladenteam zeigen, wie Ihre Pflanzen auch während einer längeren Abwesenheit Wasser bekommen können. Ab 18 Uhr erhalten Sie an allen Blumenständen die Pflanzen zum halben Preis. Gladiolen und kleine Bäumchen für nur 15 Euro. Wir wünschen Ihnen noch viel Spaß auf der Blumenausstellung. Nummer 2. Sie hören eine Ansage auf Ihrem Anrufbeantworter. Hier ist die Sprechstundenhilfe Regina Töppert von der Arztpraxis Dr. Krüger. Sie haben am Mittwoch, also morgen, einen Termin bei uns. Aber leider ist Dr. Krüger krank geworden und wird diese Woche nicht mehr in die Praxis kommen. Bitte rufen Sie uns an, damit wir einen neuen Termin vereinbaren können. Wenn Sie ganz dringend einen Arzt brauchen, können Sie zu Frau Dr. Mertens in die Holzgasse 4 gehen. Sie vertritt Dr. Krüger in dieser Woche. Ihre Telefonnummer ist 069 433 94 78 und Ihre Handynummer 0171 65 77 89. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Auf Wiederhören. Nummer 3. Sie hören eine Mitteilung auf Ihrem Anrufbeantworter. Stümpfli am Apparat. Sie haben mich angerufen, aber leider hatte ich mein Handy nicht dabei. Nun spreche ich Ihnen kurz aufs Band in der Hoffnung, Sie bald zu treffen. Ja, ich vermiete die Wohnung noch. Das sind also zwei große Zimmer,
Küche, Bad und ein kleiner Balkon. Es sind nur 5 Minuten zur U-Bahn und von da aus ist man sehr schnell im Zentrum der Stadt. Einkaufsmöglichkeiten gibt es hier natürlich auch, aber nur für das Allernötigste. Die Lage ist ruhig und die Miete beträgt 450 Franken, aber kalt. Heizkosten werden extra berechnet. Die weiteren Kosten für Strom und Wasser liegen bei ca. 40 bis 60 Franken monatlich. Nummer 4. Sie hören eine Rede in der Rathausversammlung. Liebe Bürger, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Unser Treffen ist von großer Wichtigkeit. Die Flughafen AG möchte eine neue Landebahn genau in der Nähe unserer Stadt bauen. Wir sind prinzipiell nicht gegen Aufschwung und neue Arbeitsplätze. Aber dieses Vorhaben wird Lärm verursachen und auch unsere Gesundheit gefährden. Deshalb sind wir gegen diesen Bau. Wir haben der Flughafen AG einen anderen Vorschlag gemacht und der wurde nicht akzeptiert. Deshalb müssen wir die Verhandlungen einstellen und zu einer Demonstration aufrufen. Und zwar am Montag, den 29. um 9 Uhr in der Abflugshalle des Flughafens. Nummer 5. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Claudia, hier ist die Oma. Ich habe gehört, dass du schon wieder eine Erkältung hast. Jetzt musst du dich aber mal richtig ausruhen. Leg dich einfach ein paar Tage ins Bett und schlaf, hörst du? Nimm auch ein paar Vitamine und trink reichlich Tee. Ich gebe deiner Nachbarin, Frau Marek, gern frische Orangen und Kamille mit, wenn sie morgen auf den Markt kommt. Pass auf dich auf und ernähre dich gesund. Das ist das Wichtigste, denn das stärkt den Organismus. Mach dir keine Sorgen wegen der Arbeit. Es hat eh keinen Sinn, zur Arbeit zu gehen. Wenn du krank bist, schaffst du nichts. Also, gute Besserung. Hören Teil 2. Sie hören Anweisungen für eine Online-Registrierung an der Fernuniversität. Guten Tag und herzlich willkommen bei der Fernuni. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Fernstudium bei uns entschlossen haben. Mit dieser Videoanleitung wollen wir, dass Sie sich den Weg für die Immatrikulation an unserer Uni sparen und von jeglichem Briefverkehr befreit werden. Wir zeigen Ihnen hiermit, wie schnell und einfach es geht, sich bei uns zu immatrikulieren. Rufen Sie zuerst die Webseite www.fernuni.de in Ihrem Browser auf. Bewegen Sie die Maus über dem horizontalen Menü und drücken Sie auf Anmeldung. Dann wählen Sie den Unterpunkt Studienfächer. Nun sind alle Studienfächer angezeigt, die Sie bei uns frei wählen können. Zu jedem Studienfach finden Sie rote Buttons. Wenn Sie die rechte Maustaste drücken, öffnen sich automatisch Informationsfenster. Suchen Sie Ihr gewünschtes Studienfach aus und drücken Sie auf den roten Button Anmelden. Wenn Sie das gemacht haben, müssen Sie die Teilnahmebedingungen lesen und per Mausklick akzeptieren. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es keine Zulassungsvoraussetzungen gibt. Sollten Sie keinen Schulabschluss haben, können Sie problemlos das Studium antreten. Danach klicken Sie auf Weiter. Sollte dies nicht möglich sein, schauen Sie sich Ihre Angaben noch einmal an. Es könnte nämlich sein, dass Sie etwas vergessen haben. Das können Sie sehr schnell überprüfen, indem Sie ein weißes, orangefarbiges Kreuz bei den Pflichtfeldern sehen. Überprüfen Sie Ihre Antworten und klicken Sie erneut den Button. Sollte die Korrektur erfolgen, erscheint ein Korrekturzeichen. Nun sind Sie schon fast fertig. Überprüfen Sie in der Zusammenfassung noch einmal Ihre Daten.
Sollten Sie Änderungen vornehmen wollen, klicken Sie auf den gelben Button Änderungen und nehmen Sie diese vor. Falls nicht, klicken Sie auf Weiter. Auf der nächsten Seite können Sie Ihre gewünschte Zahlungsform angeben. Leider können Sie zurzeit aus technischen Gründen nur mit Kreditkarte zahlen. Barzahlung an der Universität selbst oder Überweisungen per Post sind ausgeschlossen. Geben Sie Ihre Kartennummer an und tragen Sie die Summe ein. Danach drücken Sie auf Weiter. Sie erhalten von uns in wenigen Tagen eine Anmeldebestätigung und eine Immatrikulationsnummer. Die Studienmaterialien werden Ihnen in 14 Arbeitstagen zugeschickt. Falls Sie dann noch weitere Fragen haben, würden wir uns auf eine E-Mail von Ihnen freuen. Wir möchten uns nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie ein Studium an unserer Fernuni antreten und wünschen Ihnen viel Spaß. Hören Teil 3. Sie warten in der Supermarktschlange an der Kasse und hören, wie zwei Damen diskutieren. Na, erzähl doch mal. Wie war es denn auf der Hochzeit? Furchtbar. Ich kann es ja nicht in Worte fassen. Wieso? Was ist denn passiert? Schrecklich. Zuerst standen wir 20 Minuten in der eiskalten Kirche und die Braut kam nicht. Einige dachten schon, sie hätte es sich anders überlegt. Unter den Gästen gab es ein Raunen, das war schon peinlich genug. Da wurde es, Dorothea, aber gewaltig zu bunt, oder? Sie verließ die Kirche und telefonierte herum. Wahrscheinlich wollte sie ihren Mann erreichen, denn er sollte die Tochter ja begleiten. Es hatte sich herausgestellt, dass der Fahrer die Kirche verwechselt hatte und statt zur Hedwig zur Ludwigskirche fuhr. Peinlich! Dorothea muss ganz schön wütend geworden sein, nicht wahr? Sie war völlig außer sich. Sie fing an rumzuschreien und die Leute um sie herum versuchten, sie zu beruhigen. Ich glaube, der Pfarrer hat noch nie so viele Flüche aus Dorotheas Mund gehört. Und dazu noch in der Kirche äußerst peinlich. Was hat Andreas, der Mann, gemacht? Mir tat der arme Junge leid. Was hat der auch an ihr gefressen, möchte ich wissen. Die beiden passen doch ja nicht zueinander. Der hat auch so geguckt, als wäre das alles nur ein böser Traum. Irgendwann traf dann die Braut mit dem Vater in der Kirche ein. Und dann? Erzähl schon. Spann mich nicht so auf die Folter. Dorothea hat sich auf die Nebenbank gesetzt. Als die Braut dann die Kirche betrat, verfing sich der Schleier in den Sitzbänken. Der Schleier riss ab und plötzlich stand die Braut ohne Schleier da. Die Menge staunte nur. Naja, leid tut mir das arme Kind schon, oder nicht? Als die Zeremonie zu Ende war und die Braut den Blumenstrauß werfen wollte, warf sie ihn ein wenig zu hoch und der Strauß blieb in einem der Äste eines Baumes hängen. Die ledigen Damen hatten sich gefreut und der Spaß wurde ihnen gründlich verdorben. Und wie war es auf dem Fest? Da hat mir die Dame vom zweiten Stock auch noch allerlei erzählt. Beim Tanz rutschte sie aus, sie fiel mit dem Brautkleid nach hinten. Gott sei Dank hatte sie sich nicht den Kopf gestoßen, aber es war köstlich, mich anzusehen, wie Mann und Schwiegertochter die robuste Frau vom Boden hoben, einfach zum Totlachen. Hör auf, einfach köstlich. Als sie wieder aufstand, ging sie wütend an den Tisch und ließ sich etwas zu essen bringen. Ihr Mann stand nur fassungslos daneben und wusste wahrscheinlich nicht mehr, wie ihm geschah. Er folgte ihr zum Tisch, wo er fassungslos dastand. Man sagt ja, dass die tonnenweise Süßes verzehrt hat. Ich wundere mich, was dieser schöne und charmante Mann eigentlich mit dieser Frau will. Hören Teil 4. Die Moderatorin der Sendung Aktuell diskutiert mit Joachim Sebald und Maria Göppes zum Thema: Sollen Kinder Facebook benutzen oder nicht? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Aktuell. Diesmal geht es um die Frage, inwieweit Kinder und Jugendliche Facebook benutzen sollten oder nicht.
Wir haben dazu Herrn Joachim Sebald eingeladen. Er ist Englischlehrer an der Realschule in Freiburg und Frau Maria Göppes, Erzieherin für Sonderpädagogik in Bonn. Herr Sebald, immer mehr Kinder und Jugendliche nutzen dieses soziale Netzwerk. Sie benutzen Facebook auch in Ihrem Unterricht. Warum? Nun, das kann ich Ihnen sagen. Ich finde Facebook ein super Kommunikationsmedium, mit dem man nicht nur mit anderen Menschen kommunizieren kann, sondern auch unglaublich tolle Übungen im Englischunterricht einsetzen kann. Sehen Sie das auch so, Frau Göppes? Nein, ganz entschieden nicht. Ich habe festgestellt, dass die Schüler in diesem Alter den pädagogischen Wert von Facebook nicht entdecken können und eine Übung nicht als Übung betrachten, sondern als Gelegenheit, vom Unterricht wegzubleiben, so wie sie es auch am Nachmittag nach der Schule tun würden. Der Unterricht sollte sich zwar am Leben der Schüler orientieren, aber er sollte sich von den anderen Alltagsaktivitäten unterscheiden. Also, meine Schüler haben in der Klasse immer viel Spaß damit und nehmen sehr aktiv am Unterricht teil. Sie haben Freunde in der ganzen Welt gewonnen und der Austausch in Englisch ist ein großer Gewinn für alle. Diese Freundschaften können unter Umständen auch nach der Schule vielleicht ein ganzes Leben lang halten. Die Kinder und Jugendlichen sind keinen Gefahren ausgesetzt. Das kontrolliere ich als Lehrer. Wie machen Sie das denn? Es gibt nämlich schon Fälle, wo auf einmal Kinder und Jugendliche von anderen Gleichaltrigen bedroht oder erpresst werden. Man kann schnell unbekannte Menschen als Freunde in seinem Profil akzeptieren und es verbergen sich Kriminelle dahinter. Also, das ist mir schon klar. Deshalb habe ich auch die Schülerprofile selber erstellt und die Codes dazu behalte ich natürlich für mich. Nach Ende des Schuljahres werden die Profile gelöscht. Will dann jemand den einen oder anderen Freund in seinen Freundeskreis aufnehmen, muss er das alleine tun. In der Regel arbeiten wir aber mit anderen Schulen zusammen und das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Ich finde, man sollte in der Schule andere Medien benutzen, die man nicht im Alltag der Schüler wiederfindet. Facebook hat fast jedes Kind und benutzt es auch zu Hause. Man sollte in den Schulen eine kommunikativere Methode anwenden, damit die Schüler ein Gruppengefühl entwickeln und sozialer werden. Das Internet verleitet den Schüler dazu, stundenlang auf einem Stuhl zu sitzen und sich nicht zu bewegen. Das schadet der Gesundheit und die Freunde, die er angeblich hat, sind auch nur fiktiv. Denken Sie, dass die Schüler nicht wissen, dass sie stundenlang vor dem Bildschirm eines Computers sitzen? Der bietet in unserer Zeit einfach mehr Unterhaltung. Flackernde Bilder, tolle Farbkombinationen, Videos, Gespräche und eine Teilnahme am Leben der anderen. Ist doch toll. Naja, da haben Sie schon recht. Aber Letzteres macht mir persönlich Angst. Warum muss man zum Beispiel bei Facebook über sein Leben sprechen? Das finde ich zu persönlich. Mich würde es nicht interessieren, was andere machen. Und ich würde schon gar nicht wollen, dass andere alles über mein Leben wissen, geschweige denn Bilder von mir ins Netz stellen. Ich finde es selbst sehr erschreckend, wie leicht man überhaupt an solche Anbieter des sozialen Netzwerkes kommen kann. Normalerweise sollte eine Anmeldung bei Minderjährigen nur unter der Kontrolle der Eltern erfolgen. Wenn man Angst hat, dass ein Kind negativ durch Facebook beeinflusst werden könnte, müsste man ja auch im wirklichen Leben Angst davor haben und nicht nur im Internet. Facebook ist ein modernes Kommunikationsmittel, das vor allem den Dialog und die Interaktion fördert. Daran geht kein Weg vorbei. Aber ich frage mich, wie fördernd die Gespräche sind. Durch das Posten, ob ich morgen ins Kino gehe oder ob ich mich zurzeit verliebt habe, entsteht meiner Meinung nach kein vernünftiger Dialog, der den Geist des Kindes fördert. Ich glaube auch nicht, dass das Kind dadurch im Schreiben gestärkt wird. Vielleicht nicht in seiner Muttersprache, aber in einer anderen Sprache ist die Faszination dann so groß, dass man erste Erfolge sieht und sich freut. Wie oft haben meine Schüler gesagt, Herr Sebald, mein Gesprächspartner im Internet hat mir zu meinen Englischkenntnissen gratuliert. Und das sehe ich als einen Riesenerfolg an.
Den didaktischen Wert kann ich nicht beurteilen. Ich stimme aber Herrn Sebald zu. Was mich allerdings beunruhigt, ist, wie schnell sich Minderjährige ohne die Zustimmung der Eltern in solchen Netzwerken anmelden können. Deshalb passen wir ja sehr auf. Die Schulen und der Unterricht müssen sich den neuen Medien anpassen. Aber sie müssen ebenso die Kinder davor schützen. Das machen wir, indem wir als Lehrer auf alle Gefahren achten. Außerdem benutzen wir das Medium ja nicht ständig, sondern nur einmal in der Woche und das für 10 Minuten. Ich will Herrn Sebald nur auf die psychischen und körperlichen Folgen aufmerksam machen. Sich zu lange mit Facebook zu beschäftigen, ist gesundheitsschädlich. Die Kinder sind in einer virtuellen Welt. Sie glauben, dass sie in der Schule in einer ähnlichen Dimension leben und sie können Emotionen nicht so ausdrücken, wie sie es sonst tun würden. Man wird das soziale Netzwerk Facebook wohl in seiner Dimension akzeptieren müssen. Argumente dafür oder dagegen wird es immer geben. Es spielt aber eher eine Rolle, wie man damit umgeht. Ja, sehr richtig. Man sollte zumindest versuchen, andere Mittel zu finden. Verehrte Gäste, ich bedanke mich für das nette Gespräch. Liebe Zuschauer, unsere Sendezeit ist um. Wir sehen uns morgen zur gewohnten Zeit. Schönen Abend.